Jo, hey Leute, hier ist wieder euer Danetics und willkommen zum erneuten Karrieremodus mit dem FC Schalke 04. Heute spielen wir auswärts gegen Hannover 96. Ich denke mal, eine machbare Aufgabe hier in der Bundesliga. Wir hatten ja in der letzten Begegnung ein Spiel gegen Real Madrid, haben uns hier durchgesetzt in der Verlängerung, also sind jetzt ins Champions League Viertelfinale eingezogen. Bedeutet, dass wir bald ein Spiel gegen AC Mailand haben, Viertelfinalbegegnung, und ich deswegen hier auch schon ein paar Spieler geschont habe, aber werdet ihr nachher nochmal in der Aufstellung sehen. Erstmal hier die Ligatabelle, wir sind natürlich deutlich vorne. Bayern München hat hier 16 Punkte Rückstand auf uns, ist denke ich mal doch schon ein Vorsprung, den wir eigentlich im Ziel retten sollten, dann am Ende wieder die Meisterschaft bei uns stehen zu haben. Und ich denke mal, wäre wieder richtig cool hier auch, wenn ihr eine Bewertung da lassen könntet, würde mich mega freuen. In den letzten Videos, ich glaube 70 Likes oder so bei dem Real Madrid-Video, hat mich echt mega gefreut. Danke für eure Unterstützung. Ist echt mega cool, das zu sehen. Und ja, heute eben Hannover 96. Wie gesagt, ich habe ein bisschen rumrotiert. Seht ihr hier nochmal an der Aufstellung. Einziger Spieler, der eigentlich so an sich bei Real Madrid, glaube ich, auch gespielt hat, war halt Fährmann, klein Tor, und dennoch Eihahn. War ja auch letztes Mal in der Innenverteidigung gegen Real Madrid. Ansonsten habe ich eigentlich das komplette Team mehr oder weniger durchgewechselt, weil ich einfach ein paar Spieler nochmal schonen wollte. Ich hatte das Problem einfach in der Innenverteidigung. Ich wollte eigentlich Eihahn auch schonen, aber ich hatte keinen anderen Innenverteidiger mehr. Höwe, das war auch leider ein bisschen müde. Nassas ist ja dann reingerückt in die Startformation. Walker war leider auch ein bisschen müde, der eigentlich auch als Innenverteidiger spielen könnte. Deswegen hatte ich nicht so wirklich die Auswahl. Aber ich denke mal, mit Eihahn haben wir einen guten Spieler. Hier mal seine erste Möglichkeit auch als Defensivspieler. Setzte sich natürlich vorne mit ein. Und ja, unsere erste Möglichkeit war das hier. Dann 10 Minuten vorbei. Max Meyer hier mal mit einem guten Dribbling, hat die Übersicht auf André Hahn, der ja auch ein extrem schneller Spieler ist, der die Außenbahn echt gut bearbeitet. Uchida heute auf der rechten Außenbahn, eben auch sein Teamkollege, also als Rechtsverteidiger. Hier ist nochmal Eihahn. Eihahn hatte eine gute Schusstechnik mit dem linken Fuß, aber leider geht der Ball hier nach knapp 12 Minuten am Tor vorbei. Aber immerhin schöne Chancen nochmal für uns in der Anfangsphase. Ich denke mal, ist eigentlich unser B-Team, da kann man nicht so viel erwarten. Aber trotzdem wollte ich hier auf jeden Fall die Punkte mitnehmen. Und hier Redmond mit der ersten Möglichkeit wirklich Abschluss gesucht von ihm. Und der war sofort drin, hat heute als Stürmer gespielt, glaube ich, weil ich vorne Depay dann ausgewechselt habe, also nicht in die Startformation gepackt habe, weil er ja auch gegen Real Madrid die 120 Minuten durchgespielt hat. Deswegen wollte ich ihn eben auch ein bisschen schonen. Und wie gesagt, gegen AC Mailand ist ja eigentlich mein Angstgegner, will ich ja so sagen. In der Gruppenphase zweimal gegen sie verloren. Deswegen will ich hier eigentlich dann schon ein komplett fittes Team gegen sie am Start haben, weil ich denke mal, es wird echt ein riesen Kampf werden. Aber hier, Unachtsamkeit von meiner Abwehr, und steht 1 zu 1. Ich glaube, Eihahn ist da extrem weit vorne rumgerannt. Deswegen musste Geist, glaube ich, hier in die Innenverteidigung zurückziehen. Letztendlich denn ja, keine gute Abwehraktion von mir. Und Fährmann hatte natürlich auch keine Chance mehr, hier an den Ball ranzukommen. Aber wie gesagt, Bundesliga ist eigentlich erstmal nebensächlich, wenn man überlegt, dass wir in der Champions League eigentlich relativ weit kommen wollen. Und DFB-Pokal bin ich ja, glaube ich, schon ausgeschieden gegen Kaiserslautern damals. Also deswegen haben wir da immerhin keine Belastung mehr. Die nächste Möglichkeit nach 28 Minuten hier. Geis, heute unser Eckballspezialist, hat ja eine ganz gute Technik, aber ich will den Ball hier natürlich wieder kurz reinspielen. Ihr seht übrigens schon Passgenauigkeit beim 95%, echt ein extrem guter Wert hier für knapp eine halbe Stunde gespielt, also ist ja doch schon ein bisschen was gewesen. Dann Luke Shaw hier mit der Möglichkeit zum Abschluss zu kommen, aber letztendlich hat Fabianski heute im Tor von Hannover keine Probleme, den Ball zu halten. Also nicht Zieler im Tor, sondern Fabianski. Nächste Chance hier, 38 Minuten vorbei, Hoffenheim sage ich schon, Hannover hier mit der Möglichkeit und mit dem Tor, weil Fährmann da ein bisschen unglücklich aussieht, er kommt rausgelaufen, letztendlich kann kein Verteidiger von mir den Kopfball, also das Duell hier gewinnen. Fährmann ist rausgelaufen, kommt dann letztendlich auch nicht mehr an den Ball ran. Natürlich unglücklich hier, aber ich denke mal, ist auch natürlich geschuldet, da ich hier mit einem extremen B-Team auf den Platz gegangen bin. Ich denke, mit unserem A-Team hätte die Verteidigung hier auch ein bisschen besser ausgesehen, aber ich denke mal, hier ist ja immer noch alles drin und man muss ja auch mal ein paar Rückschläge hier hinnehmen können. Ich wollte natürlich hier echt versuchen, dass ich ja keine Niederlage bekomme. Bislang haben wir, glaube ich, in der Bundesliga noch keine Niederlage, eben nur DFB-Pokal und in der Champions League, da haben wir auch schon ein paar Niederlagen bekommen. Aber ansonsten, in der Bundesliga läuft es ja und das wollte ich eigentlich auch mal fortführen. 45 Minuten vorbei, also hier die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Nochmal eine Möglichkeit, Kevin Volland hier mit Übersicht. Da ist André Hahn, der Verteidiger von Hannover, sieht da nicht gut aus. Und Hahn nutzt natürlich hier den Fehler aus. Und gleich aus 2 zu 2 hier, nochmal in der Nachspielzeit, wirklich schön nachgelegt. Und man muss sagen, echt ein richtig gut herausgespieltes Tor. Volland mit der Übersicht, letztendlich sieht er natürlich der Hannoveraner Verteidiger da echt extrem schlecht aus. Versucht er irgendwie den Ball wegzugrätschen oder irgendwie wegzu spielen, kommt letztendlich nicht an den Ball dran. Deswegen kein Problem mehr für Hahn, Fabianski im Tor von Hannover zu überwinden und bedeutet hier 2:2 der Halbzeitstand. Aber werdet ihr gleich an der Statistik sehen, ich war eigentlich die überlegene Mannschaft, deswegen war es eigentlich relativ komisch, dass Hannover zweimal getroffen hat. Ich glaube, sie hatten auch nur zwei Torschüsse, seht ihr hier ja in der kompletten Halbzeit. Ich hatte ja 7 Schüsse, 6 davon aufs Tor und einen Ballbesitzprozent von 58. Also denke ich mal, eigentlich das Spiel auf unserer Seite. Aber das Problem ist immer, ich will eigentlich ein
bisschen weniger Ballbesitz haben, weil ich eigentlich der Konterspieler bin. Deswegen weiß ich eigentlich gar nicht so wirklich, was ich mit dem Ball machen soll, wenn ich ihn hab. Denn Hannover sich halt irgendwie defensiv reinstellt, immer so ein bisschen problematisch. Also 46 Minuten hier vorbei, zweite Halbzeit angebrochen. Ich wollte natürlich hier die Euphorie aus dem Ende der ersten Halbzeit nochmal mitnehmen. Vielleicht können wir hier das Spiel sogar noch drehen, vielleicht die 3 Punkte holen, wäre ja eigentlich auch ganz schön. Können wir uns zum Endspurt in der Bundesliga vielleicht nochmal ein bisschen zurücklehnen. Wir haben hier noch ein paar Kracher. Ich glaube, Revierderby haben wir noch und dann noch Bayern München und so. Leverkusen glaube ich auch noch. Also ein paar interessante Spiele. Hier die Chance für Hannover und plötzlich ist der Ball drin. Meine Abwehr sieht da wieder nicht gut aus. Aber das ist natürlich jetzt auch geschuldet. Ich habe Eihan in der Halbzeit rausgenommen, weil wir glaube ich in 2 oder 3 Tagen eben die Viertelfinalbegegnung haben. Da will ich Eihan eigentlich schon in der Startformation haben. Deswegen wollte ich hier, dass er sich nicht so sehr verausgabt. Und ich habe glaube ich Geist dann als Innenverteidiger hingestellt. Man sieht ja, was draus geworden ist. Letztendlich natürlich ein bisschen unglücklich verteidigt, aber man muss halt sagen, mit dem B-Team ist natürlich auch immer ein bisschen schwieriger. Die nächste Chance hier, 54 Minuten vorbei. Kevin Volland mit dem Abschluss, aber leider sein schwächerer rechter Fuß. Er ist ja, glaube ich, Linksfuß. Letztendlich trotzdem noch eine ganz gute Aktion hier. Fabianski mit einer guten Parade wehrt den Ball nochmal zum Eckball ab. Aber vorne war es eigentlich nicht das Problem. Wie gesagt, wir hatten ja unsere Möglichkeiten, hat man ja auch in der Halbzeitstatistik gesehen. Wir hatten ja eigentlich genug Schüsse, aber die Chancenverwertung hat noch nicht ganz gepasst. Natürlich hinten immer wieder kleinere Fehler, die dann zu Toren geführt haben. Hier 55 Minuten vorbei, also immer noch der anschließende Eckball. Depay mittlerweile in die Begegnung gekommen, hier mit dem Kopfball, aber leider geht der Ball hier zu ungenau aufs Tor, deswegen kein Problem für Fabianski. Nächste Möglichkeit, Depay natürlich hier ein bisschen aufgedreht, aber es war schon die Schlussphase hier langsam, also knapp 70 Minuten vorbei. Eine ganze Zeit lang ist nichts mehr passiert, weil Hannover echt extrem defensiv stand. Hier die Möglichkeit, Lewis Holtby mittlerweile auch dabei, da ist nochmal Depay, der Ball noch abgefälscht. Und letztendlich dann wirklich ein gefährlicher Abschluss, aber leider geht der Ball hier am Tor vorbei. Werdet ihr nochmal hier in der Zeitlupe sehen. Ich glaube, Sané oder so von Hannover. Ich will immer Hoffenheim sagen, ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, klärt das Ding hier noch zum Eckball. Aber die nächste Möglichkeit immerhin für uns. Eckbälle sind ja eigentlich immer eine Gefahr. Standards an sich, ja, kann mir eigentlich immer ganz gut verwerten. Die Möglichkeit hier, Geis mit dem Eckball natürlich wieder. Wie gesagt, hat heute meine Standards getreten. Eigentlich kann ja Julian Traxler es auch ganz gut über Max Meyer, aber ich habe mich für Geis entschieden. Die nächste Möglichkeit hier, Kevin Volland wieder. Diesmal sein starker linker Fuß. Aber wirklich extrem gute Parade von Fabianski, der hier noch seine Füße irgendwie zusammenbekommt. Der Ball wäre fast durch seine Füße gegangen, aber letztendlich natürlich gute Parade, wieder den Ball zum Eckball geklärt. Aber wir haben es einfach nicht geschafft, unsere Chancen zu nutzen. Wir sind jetzt schon in der 89. Minute, die letzten paar Minuten. Ich habe hier natürlich versucht, alles nach vorne zu werfen. Wie gesagt, das wäre unsere erste Saisonniederlage. Wollte ich hier natürlich vereiteln, aber Hannover hat es echt nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Sie haben halt vorne konsequent ihre Chancen genutzt und hinten hatten sie natürlich auch ein bisschen Glück, dass sie die eine oder andere Szene unbeschadet überstanden haben. Die nächste Möglichkeit hier eben Depay, der echt aufgedreht hat, aber er konnte hier halt auch nicht wirklich die entscheidende Situation herbeirufen. Der Ball nochmal geklärt, hier wirklich gute Grätsche natürlich gewesen. Und jetzt natürlich die Frage, pfeift der Schiedsrichter, wird es unsere erste Saisonniederlage werden oder haben wir vielleicht nochmal die Möglichkeit hier zum Abschluss zu kommen? Lewis Holtby, er kämpft sich hier den Ball, wirklich extrem starker Spieler und ein extrem guter Wintereinkauf von mir gewesen. Lewis Holtby, hier nochmal Kevin Volland, ich habe versucht jetzt irgendwie einen guten Spieler zu finden, der vielleicht einschussbereit ist. Depay ist ja immer so ein Kandidat dafür. Überlegt den Ball nochmal ab auf Kevin Volland, der mit dem rechten Fuß, einem Schwächeren eigentlich, schiebt das Ding hier rein, bedeutet 3 zu 3. Natürlich extrem glücklich. War eigentlich die letzte Situation im Spiel, hätte Hannover den Ball erobert, nach vorne geschlagen oder geschossen, wäre sicherlich das Spiel hier vorbei gewesen. Aber man muss sagen, die haben es uns eigentlich in der, in der Endsumme relativ verdient gehabt. Werdet ihr nochmal in Statistiken sehen, da haben wir echt eigentlich wirklich das ganze Spiel beherrscht. Letztendlich hatte einfach Hannover, glaube ich, 3 Torschüsse und sie haben halt alle 3 genutzt. Man muss halt sagen, teilweise ist halt bei FIFA so, ich meine, gegen AC Mailand hatten wir es ja auch so in der Gruppenphase, wir hatten die ganzen Möglichkeiten, Mailand hat die Tore gemacht, aber immerhin haben wir einen Punkt geholt, das denke ich mal okay. Ich meine, hätte schlimmer kommen können. Letztendlich muss man sagen, Bundesliga ist eh Nebensache für uns, aber wirklich gut, dass wir hier nochmal 3 Tore erzielt haben. Unsere Form ist, denke ich mal, okay, ich bin bereit für AC Mailand. Und ihr seht sie eben nochmal, 12 Schüsse waren auf unserer Seite, 3 bei Hannover 96, 3 aufs Tor bei ihnen und 3 ins Tor. Fährmann konnte heute keinen Ball festhalten, aber ich denke mal, waren keine wirklichen Fehler von ihm, vielleicht beim 2 zu 1 für Hannover, aber ansonsten hat er eigentlich seine Sache ganz gut gemacht. Und was extrem gut war, Passgenauigkeit bei uns von 93% hat mir echt gefallen. Ich bin ja eigentlich so ein Spieler, der immer auf Passgenauigkeit achtet. Ihr seht nochmal die Tabelle und haltet euch fest, im nächsten Spiel spielen wir in der Bundesliga, also erstmal natürlich Champions League, aber danach in der Bundesliga gegen Bayern München. Und wenn wir zu Hause 1 Punkt gegen Bayern holen, wären wir schon sicher Meister. Heißt, wir können zu Hause den Titel gegen Bayern München klar machen. Würde mich mega freuen, wenn wir das schaffen würden. Und es würde mich natürlich auch mega freuen, wenn ich eine Bewertung da lassen könnte, wenn wir irgendwie wieder 50, 60 Likes schaffen würden, würde mich echt mega motivieren. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Und haut da rein, Leute, euer Danatics.